Hallo, meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen im heutigen Türchen meines Adventskalenders mit einem Hörbuch, nämlich Show Me the Stars von Kira Moon. Eigentlich wollte ich nicht um den Reihen Auftakte oder Reihen Mittelbücher oder Endbücher in diesen Adventskalender aufnehmen, doch die Leuchtturm-Trilogie hat mir gerade, was den ersten Teil betrifft, unglaublich gut gefallen. Ich habe sie damals gehört, bin eher durch Zufall über diese eigentlich so eine Art erwachseneres New Adult gestolpert und war aber total angetan von dem Feeling, was wir hier an der irländischen Küste haben und fand auch den Schreibstil von Kira Moon sehr gelungen. Ja, Show Me the Stars ist der Auftakt einer Geschichte. Wir sind hier an der irischen Küste, wir treffen auf eine junge Frau, die aus ihrem jetzigen Leben so ein bisschen ausbrechen möchte, der verschiedenste Dinge passiert sind und sie sagt, sie braucht jetzt eine Auszeit, sie muss weg. Sie wird Haussitter eines Leuchtturms, reist auf diese kleine Leuchtturminsel und nimmt diesen erstmal in Beschlag, trifft recht schnell auf die Dorfbewohner. Wir gehen mit ihr zusammen ins Pub, treffen auf diese Bewohner dieses kleinen Dörfchens, was ich wunderbar geschildert fand. Allein auch diese Leuchtturmatmosphäre fand ich großartig. Und erleben natürlich so ein bisschen ihr Leben. Wir erfahren sehr viel über sie, von ihr. Merken auch so ein bisschen, wo es dann knistert, denn es geht hier natürlich auch ein bisschen romantisch zu und haben hier eine Liebesgeschichte, die ein bisschen überrumpeliger war, wie ich fand. Geht mir an mancher Stelle ja manchmal zu schnell in diesen klassischen Geschichten, aber ich fand es hier richtig, richtig schön erzählt und man hat hier so ein bisschen die Ängste gespürt, die Gedanken gespürt. Es ist eben nicht immer alles rosig, das finde ich auch immer ganz wichtig und ich fand es sehr schön, dass in diesem Buch bei dem Protagonisten noch einfach mal darüber gesprochen wurde. Hier war Kommunikation fand ich ein sehr großes Thema, was für mich diese Geschichte auch zu etwas Besonderem gemacht hat, dass sehr viele Charaktere einfach ins Gespräch gekommen sind, Dialoge geführt haben, dass sie einfach ihre Gedanken ausgetauscht haben, dass nicht ständig irgendwie irgendwas gefehlt hat, wo man sich denkt, ach, jetzt redet doch einfach mal miteinander. Nein, das ist hier tatsächlich auch geschehen. Zudem haben wir dieses irische Städtchen, was ich großartig beschrieben fand. Es war sehr bildhaft, es war stürmisch, es war kalt, es war launisch, es war großartig. Und wir haben hier noch verschiedene andere Charaktere, die dann in den zwei anderen Teilen der Bücherreihe noch erscheinen werden. Der zweite Teil ist schon da. Der dritte, vielleicht jetzt, wenn das Video kommt, auch schon. Ich habe gerade nicht im Kopf, wann der dritte erscheint. Der zweite Teil war für mich nicht mehr ganz so gelungen, weil mir da tatsächlich dieses irische Feeling gefehlt hat, was im ersten Teil wirklich toll war. Diese Pub-Atmosphäre zum Beispiel, wenn da Musik gespielt wird, wenn die irische Musik gespielt wird, man hört sie förmlich, man macht die Augen zu, was ja bei einem Hörbuch gut klappt. Man riecht förmlich, man schmeckt das Guinness und es ist einfach großartig gemacht gewesen. Ich fand den ersten Teil wirklich richtig, richtig toll. Ich mochte Show Me the Stars wirklich gerne. Ich mochte die Protagonistin, ich mochte die Nebencharaktere, ich mochte, wie das so eingeführt wurde. Ich mochte auch so das Thema so dahinter, hat mir sehr, sehr gut gefallen und es war für mich eine sehr erwachsene Geschichte, die mich begeistern konnte, überraschenderweise tatsächlich auch so mitnehmen konnte und ich gar nicht genug von diesem Hörbuch bekommen habe und es mir wirklich großartig gefallen hat. Und ich frage mich gerade, warum das echte Buch noch nicht hier steht. Es ist ja aber bei Weihnachten, also wer weiß, was so alles passiert. Aber es ist eine tolle Geschichte, es ist wirklich auch eine Liebesgeschichte, die schön ist, die, ja, und auch wer New Adult gerne liest, es ist hier schon nochmal etwas anderes als dieses klassische New Adult, wo die Charaktere noch einen Hauch jünger sind, wo sie in der Regel ja auch erst so ihre erste feste Beziehung haben. Hier sind wir definitiv ein bisschen erwachsener und schon weiter in der Geschichte, aber natürlich mit ähnlichen Zweifeln und Gedanken, die man wohl ein ganzes Leben auch einfach hat. Und ja, das war es jetzt auch schon. Das 12. Türchen wurde geöffnet, ist ja dann tatsächlich schon die Mitte. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Adventszeit und wir sehen uns im nächsten Türchen. Macht's gut!